Florian Kastenmeier, ist bei mir, es hat heute nicht gereicht für den Einzug ins Pokalfinale. Warum war es so schwer, diese starke Leverkusener Mannschaft in den Griff zu bekommen? Ja gut, dass es schwer wird, das wussten wir. Wir hatten teilweise eine vogelwilde Aufstellung. Das, was wir uns vorgenommen haben, das hat gar nicht funktioniert. Von der ersten Minute an ging das vollkommen nach hinten los. Den Vorwurf müssen wir uns machen. Wir wollten 1 gegen 1 die persönlichen Duelle auf uns nehmen und das ist uns gar nicht gelungen. Und dementsprechend, wenn du Leverkusen den Raum gibst, den wir ihnen gegeben haben, ja, dann läufst du halt nur hinterher. Das war erste Halbzeit so, dann mit dem 3-0 war ja das Ding irgendwo auch gegessen und zweite Halbzeit haben wir es natürlich besser gemacht, aber reicht dann wieder nicht. Warum glauben Sie, hat dieser Plan, den Sie sich vorgenommen haben, nicht funktioniert? War da die Idee Pokalfinale dann vielleicht doch zu groß, dass es eher gelähmt hat als angespornt? Nein, absolut nicht. Also wir haben es ja schon des Öfteren gezeigt, dass wir das spielen können, was wir uns vorgenommen haben. Aber heute, das ist halt nochmal ein Level oder mehrere Level über uns und dementsprechend haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Da kann man den Jungs ja irgendwo auch gar keinen Vorwurf machen. Aber trotzdem ist das dann entscheidend gewesen, dass wir die Räume nicht zugekommen haben, die Spieler freie Füße hatten. Und dann ja, ist es hier unmöglich. Vielen Dank.